Hallo, heute werde ich über den Panasonic TX50JXW834 Fernseher berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 bzw. 60 Hertz. Brillanter Kontrast für besonders dramatische Momente. 4K-LED-Smart-TV-Geräte mit HDR Bright Panel Plus Displays eignen sich ideal für Räume mit viel natürlichem Licht. Sie erzeugen gestochen scharfe, farbintensive Bilder und einen spektakulären Kontrast. Selbst an besonders hellen Tagen. Warum bis zum Abend warten, um Ihre Lieblingsserie zu streamen? Ein wirklich präzises Bild, das den Augenblick einfängt. HCX-Prozessor. Der HCX-Prozessor ist das Herzstück der Panasonic JXW834-Serie und sichert eine überwältigende Farbwiedergabe mit feinsten Abstufungen, ideal für anspruchsvolle HDR-Inhalte. So ist in diesen Bildprozessor auch das Know-how von höher liegenden TV-Serien eingeflossen, um für spektakuläre Kontraste, brillante Bilder und lebendige Farben zu sorgen. Optimale Helligkeit, Farbe und Kontrast. Panasonics TVs schöpfen das enorme HDR-Potenzial voll aus. So werden sämtliche HDR-Formate, High Dynamic Range, wie Dolby Vision, HLG, HDR10 oder das neue HDR10 Plus Adaptive unterstützt und gewährleisten unabhängig von der Bildquelle eine lebendige und ausdrucksstarke Bildperformance. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 10,4 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 112,3 cm in der Breite, 65,7 cm in der Höhe und 6,2 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 78 Kilowattstunden pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: zweimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, dreimal HDMI 2.0, einmal Cable Antenna In, einmal AV Component In, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out und zweimal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, Wi-Fi Direct und DLNA. Cast-Funktion. Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit einem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol und schon kann es losgehen. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Beste Unterhaltung mit atemberaubender Klangkulisse. Cinema Surround Sound. Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Tauchen Sie in das Geschehen ein und lassen Sie sich von der atemberaubenden Klangkulisse verzaubern. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus. Android TV. Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Passen Sie Ihren Startbildschirm an, übertragen Sie Ihre Fotos, Videos und Musik von Ihrem Smartphone. Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl. Schalten Sie per Sprachbefehl zwischen Programmen, steuern Sie verschiedene Geräte und vieles mehr. Einfach Google fragen. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die TV-verbaute Hardware ist recht leistungsschwach. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat: gute Verarbeitung, schönes natürliches Bild, saubere Menüführung, funktionale Fernbedienung. Das war mein Testbericht zum Panasonic TX50JXW834 Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!